Meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir uns überlegt haben, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, wen wir als Gastredner nach Düsseldorf einladen, habe ich mit Christian Lindner länger telefoniert. Und am Ende kamen wir zur Entscheidung, wir laden Ulf Poschardt ein. Und deshalb sage ich das gleich zu Beginn. Das wird für Sie ein sehr schöner Abend werden. Und ich glaube, dass wir nicht nur den richtigen Redner ist mir zu allgemein, sondern die richtige Persönlichkeit aus der deutschen Medienlandschaft eingeladen habe, heute Abend zu Ihnen zu sprechen. Ulf Poschardt, herzlich willkommen. Die Begrüßung von Herrn Poschardt und für Sie alle gilt nicht nur für mich persönlich, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen aus Vorstand und Kuratorium der Friedrich-Naumann-Stiftung, für den stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Hoffmann, der hier aus Nordrhein-Westfalen kommt, für Rolf Berndt, den geschäftsführenden Vorsitzenden, für Liane Knüppel aus dem Kuratorium und weil ich vorhin mit SMS-Austausch befasst war, will ich für uns alle sagen, am Anfang dürfen wir auch mal Thomas Bach, unseren Kollegen aus dem Kuratorium, zur Wahl des Vorsitzenden des IOC gratulieren. Wir sind stolz auf ihn, ihn bei uns zu haben, meine Damen und Herren. Die Friedrich-Naumann-Stiftung veranstaltet in gewissen Abständen diese Veranstaltungsform Reden zur Freiheit. Christian Lindner hat es ausgedrückt. Wir haben schon das Bedürfnis gespürt, auch unsere deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger ab und zu daran zu erinnern, dass Freiheit nichts Beliebiges ist, dass es nicht so abgetan werden kann nach dem Motto, wir haben ja eine freiheitliche Verfassung und wo fehlt es uns denn an Freiheit? Wir hatten das Gefühl, dass viele in unserer Gesellschaft das nicht unbedingt für notwendig erachten, über Freiheit zu sprechen, dass der Wert der Freiheit in Konkurrenz immer mehr gerät zu anderen Werten, während wir die Freiheit so schätzen, dass wir überhaupt nicht über Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz diskutieren können, wenn es Freiheit nicht gäbe. Mich hat ein Auftritt des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt sehr emotional negativ bewegt, als er in einer Sendung mit Günter Jauch sagte, man soll doch die Menschen nach ihrer Fasson selig werden lassen, so lange und so weit folge ich ihm. Und deshalb sollten wir doch nicht versuchen, die Chinesen zu überzeugen, dass sie nach unserer Fasson selig werden sollten. Das hat mir nicht so gut gefallen, denn er hat nicht bedacht, dass in China viele Leute im Gefängnis sitzen, denen die chinesische Führung nicht erlaubt, nach ihrer Fasson selig werden zu dürfen. Und Günter Jauch hätte allen Grund gehabt, an dieser Bemerkung des hochverehrten Altbundeskanzlers die Zwiespältigkeit dieser Bemerkung öffentlich aufzurufen in derselben Sendung. Ich wundere mich überhaupt, dass in diesem Montageband der wöchentlichen Talkshows nicht auf den Kern von manchen Themen auch die verwiesen werden, die unter einem edlen und sittlich hohen Anspruch in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland leben. Das gilt von Helmut Schmidt bis zu vielen Vertretern, die an Kirchentagen große Reden halten, meine Damen und Herren, und die, wenn es ernst wird, sich in die Büsche schlagen. Es ist nicht immer so, dass diejenigen schon die besten Menschen wären, die sich rhetorisch dazu erklären. Wir haben in unserer Gesellschaft leider viele Mitbürger, und die kennen Sie auch, die lieber bereit sind, auf etwas freier zu verzichten, wenn sie das Gefühl haben, dass der andere nicht mehr hat als sie selbst. Viele fürchten eben, dass Freiheit ihnen weniger nutzt als anderen. Das sind nicht die freiheitlichsten Argumente, die vorgetragen werden.
Freiheit ist eben auch kein Luxus, wie in bürgerlichen Feuilletons manchmal so der Anschein erweckt wird. Freiheit ist kein Luxus, der den Menschen erst gegönnt werden könnte in anderen Modellen, wenn die Wirtschaftswachstumsraten stimmen. Es gibt ja viele, die uns weismachen wollen, dass es auch andere Formen und andere Vorstellungen gibt, mit denen wir uns auseinanderzusetzen hätten und dass diese Freiheitsvorstellung eine rein westliche sei, die nicht aggressiv auf andere übertragen werden dürfe. Meine Damen und Herren, da kann ich nur sagen, Freiheit ist keine westliche Vorstellung, die aggressiv übertragen wird. Freiheit gehört zu den kosmopolitischen Weltbürgerwerden neben der Menschenwürde. Wer das nicht respektiert, mit dem müssen wir uns klar auseinandersetzen. Freiheit ist auch nicht Rücksichtslosigkeit. Die Menschenwürde des jeweils anderen setzt Grenzen für die Selbstverwirklichung des eigenen Freiheitsanspruchs. Das wissen wir sehr genau. Und trotzdem wird uns eher vorgeworfen, wir seien Vertreter einer Ellbogengesellschaft. Wir finden, dass Freiheit und Menschenwürde untrennbar miteinander verbunden sind, dass sie eine gemeinsame Wertedimension bilden und dass zu ihrer Verwirklichung individuelle Mühe und Anstrengung dienen. Freiheitliche Gesellschaften gründen sich auf Voraussetzungen, die unbequem sind. Joachim Fest, der frühere Mitherausgeber der FAZ, den Sie auch noch aus den entsprechenden Moderationen im Fernsehen kennen, hat einmal geschrieben, freie Gesellschaften gründen sich auf eine Reihe von Voraussetzungen, die streng genommen gegen manche menschliche Natur gerichtet sind, um ein halbwegs friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Eine Freiheit darf nicht alles. Und eine Mehrheit darf nicht alles. Wir erleben das jetzt in manchen arabischen Staaten nach den ersten Impulsen hoch begrüßt im nordafrikanischen Bereich. Viele dieser Länder haben in ihrem ersten Anlauf, etwas mehr Freiheit zu erreichen, noch nicht begriffen, dass Freiheit auch die Schwächeren sehen muss, dass Freiheit Minderheiten respektieren muss und dass eine Mehrheit nicht alles darf. Was wir sehen aus dieser Entwicklung ist, dass manche Menschen glauben, wenn sie eine Wahl gewonnen hätten, dürften sie alles unternehmen. Nein, meine Damen und Herren, wir sind, was wir tun. Vor allem aber sind wir das, was wir nicht tun. Und für uns gehört der Respekt vor Minderheiten, der Respekt vor Andersdenkenden und die Verteidigungsbereitschaft der Individualität gegen das Kollektivs zu werden, die keinem Amüsierbetrieb freigegeben werden dürfen, meine Damen und Herren. Und das ist... einer der Punkte, die wir immer wieder ansprechen müssen, sie sind unbequem. Manchmal fragt man sich, ob eine solche Freiheitsbotschaft in Deutschland überhaupt eine Mehrheitsbotschaft ist. Denn die Menschen hätten es eher bequem. Sie wollen eher, dass der Staat alles liefert. Und sie verstehen unter Staatsbürgerschaft nicht unbedingt das, was wir verstehen. Kein politisches Konzept ist auf die Mitarbeit von Staatsbürgern so angewiesen wie das Liberale. Staatsbürger gründet sich eben nicht nur auf die Inhaberschaft des deutschen Personalausweises, die Pflege des Vorgartens und die gelegentlichen Besuche im Fitnessstudio, um sich einigermaßen aschur zu halten. Staatsbürgerschaft ist ein Engagement weit über private Lebensangelegenheiten hinaus. Und wir empfinden es als unsere Aufgabe, in Veranstaltungen darauf aufmerksam zu machen. Wir haben heute, dafür danke ich Ihnen auch, eine große Zuhörerzahl. Wir haben unter uns, und ich möchte ihn sehr herzlich begrüßen,
den früheren Bundesminister Professor Karl-Heinz Lahmann, den ich herzlich willkommen heiße. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Neben ihm sitzt der langjährige Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Burkhard Hirsch. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir begrüßen sehr herzlich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag, Frau Freimuth. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Und wir werden nachher noch die Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf, Frau Strack-Zimmermann, sehr herzlich willkommen heißen können. Ich will aber auch noch zwei weitere Begrüßungen vornehmen. Ich freue mich aufgrund des langjährigen Engagements, des sehr persönlichen und politisch bewussten von Herrn Gerd Rohwetter für die FDP und für die liberale Sache, dass Sie heute Abend hier ist, Frau Rohwetter, ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Und dann, ich bin ihm vorhin auf der Treppe begegnet, ich wusste, dass er sich auch angemeldet hat. Nur zwischen Anmelden und Kommen ist immer noch ein Unterschied. In Berlin ist der größer als in Düsseldorf, muss ich feststellen. Die Zahl der Anmeldungen entspricht hier eher auch der Zahl der Erschienenen. In Berlin wird das etwas lässiger gesehen. Graf Neihaus, herzlich willkommen, freue mich, dass Sie hier sind. So. Und damit schließe ich auch ab, weil Sie heute Abend gekommen sind, um Herrn Poschardt zu hören, den ich jetzt nach vorne bitten darf und ihm nochmals danke, dass er spontan zugesagt hat. Ich glaube, es wird ein gewinnbringender Abend für uns alle. Und eins sage ich Ihnen schon, an solchen Abenden haben wir nicht dann noch große Diskussionen angeschlossen. Wir bieten ein Glas Wein an, weil wir öfter die Erfahrung gemacht haben, es muss erst mal sacken, was uns die jeweiligen Redner gesagt haben. Und soweit ich weiß, was er sagen will, ist dafür heute Abend auch Bedarf, dass Sie wirklich Zeit haben, auch darüber nachzudenken. Sie haben das Wort, Herr Poschardt. Herzlich willkommen. Applaus.